Servus, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Games um Playtime. Wir sind für euch in der Alpha von For Honor, beziehungsweise haben die Alpha von For Honor gespielt. Wir, das bin ich, Dominik Fiegel, hallo, hallo. Und Christoph, der große Boss. Hi. Ja, genau der. Tja, genau der. For Honor. Ich habe ja lange darauf gewartet, ich habe es auch schon irgendwie vor eineinhalb Jahren schon mal gespielt und jetzt eben damals nochmal, jetzt in der Alpha ein bisschen, also so drei Spiele oder so, mehr ging es jetzt zeitlich noch nicht aus, weil ich ein paar andere Sachen auch machen muss. Du hast aber irgendwie jetzt ich habe mehr Stunden gespielt, so reingepackt, ja. Ne? Ja, ja, ich nachdem ich ja von dem Spiel eigentlich am wenigsten bisher gesehen habe von der Redaktion, weil du hast die Gamescom und Events und so weiter, du hast ja das Spiel schon öfter gesehen und auch zocken können, für mich war es das erste Mal. Und ja, entsprechend habe ich halt auch ein paar Stündchen investiert. Das Videomaterial ist übrigens aus der PC-Version, also wir haben beide die PC-Version gezockt. Ich habe abwechselnd mal mit Maustastatur und mit dem Gamepad gezockt, auch gleich da vorweg. Solltet eventuell das Spiel mit dem Gamepad zocken, fühlt sich einfach dann flüssiger, besser an als mit Maus und Tastatur, hast du jetzt auch gerade Ja, wobei man festgestellt. sagen muss, Maus und Tastatur ist durchaus möglich, aber Ja. also fangen wir damit an, dass das Interface im Optionsmenü und dergleichen einfach nicht darauf ausgelegt ist, dass man Maus und Tastatur verwendet. Nee, Also sehr konsolenlastig wieder, ja. Selbst wenn ihr eine Maus habt, müsst ihr halt wirklich mit WASD durch die Punkte durchschalten, was ich hasse. Ja, es ist nicht wirklich aber, ganz optimal, ja. Aber es ist ja auch noch eine technische Alpha quasi. Also es Natürlich, ist ja deswegen noch Luft nach oben für Verbesserungen bei der Steuerung. Aber man kann es auf jeden Fall spielen mit Maus und Tastatur, das ist halt wichtig. Also man muss sich jetzt nicht unbedingt ein Gamepad zulegen. Ja? Genau, und es fühlt sich auch beim Spielen selbst nicht so falsch an. Also es ist besser mit Gamepad, aber es ist okay, man kann es spielen, das ist in Ordnung. Ich glaube, als erster sollte man vielleicht mal kurz erzählen, worum geht es eigentlich in For Honor? Also für alle die die letzten 3 Jahre komplett alles ausgeblendet haben oder in Koma waren oder was auch immer, die wissen vielleicht nicht, worum es da geht. Also For Honor ist ein Nahkampfspiel, ja, und man sieht es schon, es treffen quasi drei Fraktionen aufeinander. Das ist geschichtlich natürlich nicht korrekt. Es gibt aber dazu sogar eine kleine Storyline, ja, wo sich halt hier eben die Zeitlinien verschieben und es treffen halt die Wikinger, die Ritter und die Samurais aufeinander. Ja, also es ist wirklich eine Nahkampf-Experience und ja, das ist eigentlich, glaube ich, schon mal der erste krasse Unterschied zu den, was man sonst kennt von den Third-Person-Action-Titeln, weil da geht es ja meistens darum, dass man herumballert, hier in Deckung geht, rausballert und so weiter. Und das ist tatsächlich mal ein Nahkampfspiel. Ja, und ich glaube, das ist schon mal eine Sache, ja. Das ist ja auch das, worauf die Leute grundsätzlich warten. Es ist ja gerade ich bin im Nahkampf, ich kann in verschiedene Richtungen blocken, ich kann in verschiedene Richtungen angreifen, ich kann den Gegner packen, rumwerfen, schubsen, stoßen, seinen Block brechen, ich kann rumrollen und ausweichen. Genau. Das ist ja genau das, was man will im Endeffekt. Man muss ja auch dazu sagen, Ubisoft hat jetzt das Rad ja nicht wirklich neu erfunden, denn diese Nahkampfspiele, diese Fantasy-Nahkampfspiele, die gibt es ja schon länger. Ja, gerade jetzt so in den letzten 2 Jahren sind ja einige, ich sag mal, Indie-Produktionen erschienen. Ja, meistens aus der First Person muss man aber auch dazu erwähnen. Ja, die ich würde einfach mal behaupten, For Honor bzw. Ubisoft macht mit For Honor das Ganze für den Massenmarkt tauglich, behaupte ich einfach mal. Tatsächlich, ja? Weil ich meine, du hast zwar, also es gibt zwar ein paar Spiele in die Richtung, zum Beispiel der Multiplayer von Mountain Blade läuft sehr ähnlich ab. War of the Roses und Chivalry sind ähnliche Spiele und es gab vor eineinhalb Jahren einen Kickstarter, der ganz, ganz ähnlich lief. Mir fällt nur gerade der Name nicht ein, es war irgendwas so ein Blade Dance oder sowas. Es war eine reine Schwertkampf-Simulation mit verschiedenen Schwertarten und es war verdammt gut, aber niemand kennt es und das steckt, glaube ich, heute noch in irgendeiner Alpha-Beta-Phase. Also diese Fantasy-Nahkampf-Spiele, wo man halt wirklich blocken muss, Richtung und so weiter, das sind halt tatsächlich noch eher so Exoten, ja. Und Ubisoft hat halt eben anscheinend gesehen, Moment, da ist aber ein Markt da und deswegen hat man das Ganze jetzt eben massentauglicher gemacht in For Honor. Ich weiß, es klingt hart, wenn ich sage, aber ich glaube, du bist auch ein bisschen da meiner Meinung, wenn ich sage, man hat es auch ein bisschen vercasualisiert, ja, man hat es einfacher gestaltet, intuitiver natürlich auch. Das merkt man schon bei der Steuerung, also das muss man auch mal kurz erklären. Es ist jetzt nicht einfach so nur, dass ich die linke Maustaste klicke und mit rechts block, sondern ich muss eine Richtung vorgeben, in die ich schlag, aber auch in die ich blocken kann und da gibt es halt jetzt
jetzt drei Richtungen, das ist oben, links und rechts, ja, das mache ich halt in dem Fall mit dem Joystick oder halt mit der Maus. Wenn ich halt jetzt nach links die Maus ein bisschen schiebe, dann tue ich nach links blocken, beziehungsweise führe ich nach links einen Schlag aus. Und gleichzeitig muss ich aber auch schauen, wenn ich jetzt gegen einen Gegner oder gegen, also gegen ein Bot spiele oder gegen einen Mitspieler, ja, den kann ich dann ins Target nehmen und da kann ich, sehe ich dann auch, okay, von welcher Richtung kommt jetzt der Schlag. Und dazu gibt es dann eben auch noch einen leichten Schlag, der natürlich schneller ausgeführt wird, weniger Schaden macht. Dann gibt es einen schweren Schlag noch. Und zusätzlich gibt es dann auch noch so Sachen wie, dass man ihm so anstürmen kann, halt, ja, so einen Kick geben kann. Und ja, das sind so mal so die wichtigsten Basics, glaube ich, von der Steuerung her. Ah, zusätzlich dazu gibt es noch vier verschiedene Skills, die man mehr oder weniger halbwegs frei wählen kann. Die hängen ein bisschen von der Klasse ab, die man spielt. Genau, Und schaltet man auch im Laufe der, wenn man eine Multiplayer-Partie spielt, über Erfahrungspunkte schaltet man die nach und nach frei. Also so genau. Das geht Rauchbomben zum halt. Beispiel oder dass man sich ein bisschen Leben regeneriert, solche Geschichten halt. Genau. Aber fangen wir mal grob an. Fangen wir mal an mit der Grafik an sich. Also die Leute sehen es ja gerade. Die Leute sehen es. Ja, also da muss ich sagen, das ist für mich schon einmal einer der, also zumindest aus meiner Sicht, einer der großen Pluspunkte vor Anna, obwohl es noch immer eine technische Alpha ist, läuft das Teil wirklich butterweich. Ja, also ich habe jetzt keine Ruckler bemerkt, es läuft wirklich immer konstant. Man sieht es jetzt auch bei mir. Klar, ich habe einen sehr starken PC und nicht jeder wird jetzt pauschal 100 Frames haben bei maximalen Einstellungen, aber ich kann schon mal sagen, es läuft auf jeden Fall sehr flüssig. Grafisch, was mir sehr gut gefällt, man merkt schon die Animationen. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben, wenn man Schläge ausführt, das sieht man einfach auch diese Wucht, die dahinter ist, ja, was ja auch ganz wichtig ist. Ja, man merkt einfach, ja, wenn ich da zum Beispiel als Wikinger hier mit meiner Axt zuschlage, da geht ein Gewicht mit, ja, und wenn ich das Ganze blocke, das fühlt sich halt alles richtig an, ja, und das auch das Setting, das heißt, dass das Level-Design, auch da hat man sich sehr Mühe gegeben. Man hat natürlich aus allen drei Szenarien was rausgenommen. Wir haben Ritterburgen, wir haben aber auch so ein, ich nenne es jetzt einfach mal so eine Art Wikingerdorf. Ja, es gibt dann auch so Samurai-Burgen. Burgen sagt man nicht Tempel, Samurai-Tempel. Burgen kannst du grundsätzlich sagen, Kann das ist man ja kein sagen, Burgen? Problem. Wusstest du, dass Samurai, also dass die Japaner keine Leitern hatten? Aber gut. Echt? Und weg von dem Thema. Gab es damals nicht. Aber auf jeden Fall, man hat halt wirklich alle diese drei Fraktionen auch eben in die Maps eingebaut. Ja? Also man hat die klassischen Ritterburgen eben und Wikinger-Camps und solche Geschichten. Und ja, das sieht halt alles auch wirklich gut aus. Ja? Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen kritisieren kann, damit eine etwas höhere Schlachtfeldatmosphäre entsteht, gibt es als Minions, ja, die jetzt keine wirkliche Gefahr darstellen. Die sind einfach da, um sie umzuhauen. Das kennt man zum Beispiel aus Titanfall. Aus dem ersten Titanfall, auch da hat man diese Minions eingebaut, um einfach ein höheres Schlachtfeld-Feeling zu erzeugen. Und die sind halt alle Klon. Ja, also da gibt es leider keine großen Unterschiede. Ja, die sind halt alle blau oder Orange. orange und das war's dann halt auch. Ja, also die Wobei sehen man alle sagen muss, gleich aus. ganz wertlos sind sie ja nicht, weil durch Nicht das, was komplett. wir als Spieler machen, es gibt im Normalfall ja drei Punkte, die wir einnehmen können auf der 4 gegen 4 Map. Und der zweite Punkt, also Punkt B, ist ja immer dieser, wir schieben die Linie Punkt. Genau. Also können wir gleich erwähnen, Können wir was gleich man erwähnen, genau. genau was überhaupt in der Alpha drin ist. Also es sind die Alpha ist reduziert auf den Multiplayer-Part von Forerunner. Es wird auch eine Singleplayer-Kampagne geben mit einer Geschichte, ja. Und im Multiplayer derzeit in der Alpha sind eben drinnen, wir haben einmal 1 gegen 1, ganz klassisch, können wir gegen einen Bot spielen oder gegen irgendjemanden. Ja, wir haben es leider irgendwie nicht geschafft, dass wir gegeneinander spielen, aber gut, Ja, das ist gegen halt. Freunde darf man nicht spielen, aber hey, das ist ja okay. Ich Ja, meine, vielleicht haben wir auch ich den wollte Button, den eh. richtigen, nicht gefunden. Ja. Ja, dieses große Warnfenster, can't do this with two players, Ja. es war auch so komplett irritierend. Oh, da ist das Video Und. gerade ausgegangen. Aber Gut, red ruhig schön. weiter. Ja. Dann gibt es halt noch 2 gegen 2, den sogenannten Brawl. Ja, auch hier die Möglichkeit, ich kann mit dem Kumpel gegen KI spielen oder gegen echte Spieler. Da gibt es dann die Runde Best of Three. Ja. Best of five. Nee, Best of Three ist. Best of three, bist du sicher? Ja, also Ich hätte 5 gerade Runden Best of five gespielt. maximal. 5 Runden maximal und der, was als erster 3 Punkte hat, hat gewonnen. Das ist Best of five. Ja, kann man 3 nicht von Best of 5. Three sagen? Okay, Nee, gut, Best of ja. three sind 2 von 2 von 3. Okay, dann Best of 5, sorry. Okay, dann Best of three first.
Dann sagen wir einfach, man muss drei Runden gewinnen. Man Ja, muss drei Runden machen wir gewinnen, so. sagen wir Man muss so. drei Runden gewinnen. Und der letzte Spielmodus, das ist Dominion. Da geht es darum, dass wir auf einer Map sind, in dem Fall, da zeige ich gerade auch das Video her, das ist eben diese Ritterburg. Da müssen wir drei Punkte halten. Das ist ähnlich wie der Conquest-Modus aus Battlefield. Wenn wir die Punkte einnehmen und halten, bekommen wir fortlaufend Punkte. Und am Endeffekt gewinnt natürlich das Team, das die meisten Punkte hat. Ja. Oder sobald man über 1000 Punkte ist, ist das respawnt das jeweils andere Team nicht mehr, bis man wieder unter 1000 Punkte fällt. Genau, das ist halt eben die Sprich, Zusatzgeschichte dann das noch. ist wunderschön. Also die Idee ist großartig und du siehst auch, wie das Spielverhalten der Leute sich einfach verändert, sobald sie sterblich sind. Was wirklich, wirklich lustig anzusehen ist, weil plötzlich fangen sie an, wegzulaufen und wirklich zu kämpfen und ja, es ist dann halt kein, ja, ich hau mal drauf mehr, sondern es ist ein, oh, jetzt bin ich low, Rolle zur Seite und wegrennen. Ja, genau, ja. Größtes Problem mit Forerunner, ich weiß nicht, ob du mir da jetzt zustimmst, ich habe jetzt quasi mal die ganzen positiven Aspekte genannt, ja, eben, dass die Technik, dass das halt auch das Setting, dass das wirklich cool ist. Es macht halt einfach Spaß, wenn man als Samurai unterwegs ist und gegen einen Ritter kämpft. Es ist halt cool, es ist eine coole Idee, es macht Spaß. Das große Problem, das ich habe, ist, ich sehe halt die ganze Zeit oder gerade so nach 3, 4, 5 Stunden Spielzeit, sieht man dieses vergebene Potenzial. Ubisoft hat aus meiner Sicht einfach. Man hätte viel mehr rausholen können, ja. Also das Ganze ist sehr weich gespült. Es ist halt, ich habe es vorher schon das Wort genannt, vercasualisiert. Es ist, mir fehlt tatsächlich die Tiefe und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Ubisoft sich nicht einen Schritt weiter, also wirklich ein Schritt weiter gegangen ist bei der ganzen Geschichte und gesagt hat, wir führen ein etwas komplexeres Klassensystem ein. Und bevor jetzt viele sagen, oh Moment, warum jetzt, was möchtest du mit dem Klassensystem? Es hätte sich wirklich angeboten, wenn man zum Beispiel so Sachen eingebaut hätte wie Bogenschütze. Ganz ehrliche Frage, warum gibt es die nicht? Jetzt werden viele sagen, ja, weil es ein Nahkampfspiel ist. Nein, man hätte diese Bogenschütze einführen können, man hätte sie zum Beispiel auch beschränken können. Red Orchestra ist das beste Beispiel, da kann man auch die Sniper, die sehr mächtig sind, sind meistens reduziert auf ein oder zwei pro Team maximal. Es gibt auch sowas wie eine Schildmaid. Oh, jetzt werden viele sagen, oh, das kenne ich gar nicht. Ja, Schildmaid, die sind die, die was, wenn sich jemand so ein bisschen die Serie Vikings anschaut, ja, das sind die, die was vorne stehen, ihre Kollegen schützen, eben zum Beispiel Vorbogenschützen, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, einen Priester, der am Schlachtfeld herumläuft und Leute wiederbelebt. Man kann zwar Leute wiederbeleben, ja, das kann jeder, aber zum Beispiel, dass der das nur machen kann, also so eine Art Medic. Ja, also da hätte man wirklich viel mehr Komplexität in das Ganze reinbringen können. Ich weiß nicht, wie es das du siehst, aber das ist so, was ich nach diesen paar Stunden Spielzeit definitiv schon mal sagen kann. Es macht Spaß, aber mir fehlt die Tiefe und durch die fehlende Tiefe werde ich auch garantiert das Spiel jetzt nicht langfristig spielen. Also nach ein paar Runden bin ich eigentlich durch, ja, mit den ganzen. Ja, also ich sehe es anders, aber trotzdem irgendwie ähnlich. Das Ding ist, ich finde, der Nahkampffokus, der reine Nahkampf, Schwertkampf, Axtkampf, was auch immer, Fokus, der ist sehr, sehr wichtig bei dem Spiel. Und ich denke, genau der soll ja auch da sein, der soll auch bleiben. Und gerade sowas wie Priester oder Bogenschützen würden das Ganze halt ein bisschen auseinanderreißen. Also ich finde es ganz gut, dass das nicht da ist. Aber tatsächlich ein bisschen komplexere Klassen oder ein bisschen komplexeres Kampfsystem an sich wäre natürlich eine gute Idee gewesen oder eine gute Option gewesen, weil so wie es jetzt gerade läuft, das Ding ist halt wirklich, ich glaube, For Honor ist großartiges Spiel, wenn man anfängt, es zu spielen. Ist auch ein großartiges Spiel für eine Woche oder sowas, weil du levelst ja, du kannst Items finden, du kannst dich ja ein bisschen verbessern, du kannst ja mit Items ein bisschen Equipment aufpushen und deine Stats halt pushen. Was ja nett ist, das Ganze ändert auch deinen Charakter optisch, was ebenfalls sehr, sehr cool ist. Aber ich sehe halt keine wirkliche Langzeitmotivation. Also ich glaube eher, dass das dann halt so ein, oh ja, was mache ich jetzt? Oh, wollen wir eine Runde Ja. For Honor spielen? Ja, lass eine Runde For Honor spielen, warum nicht? Ja. Genauso wie die anderen Spielmodi, also 1 gegen 1, 2 gegen 2, sind eine coole Geschichte. Super, dass es da ist, aber seien wir ehrlich, wir sehen jetzt schon, dass in der Alpha der Fokus auf 4 gegen 4 liegt, dass massiv da drauf liegt und dass die anderen Modi eigentlich nur unnötig sind. Es wird ja in der finalen Version, soll ja, habe ich zumindest gehört, soll ja noch ein bisschen was reinkommen. Ja, auch vielleicht von der Spieleranzahl her, vielleicht kann man das Ganze noch ein bisschen größer gestalten, weil man muss auch ehrlich sagen, ich finde die Schlachtfelder auch ziemlich klein. Also klar, ich bin halt dieser
Du bist halt der Battlefield-Spieler. Ja, also, ich meine, ich kenne halt diese riesigen Maps und man, klar, hey, sie sind schön designt, die Maps in Forna, aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich jetzt hier diese Ritterburg hernimmt, die was wir ja auch gerade vorher gespielt haben, zusammen, ich finde es halt schon schwer lächerlich, dass man irgendwie maximal irgendwie so gefühlt 50 Meter nach links, rechts laufen kann und dann war es das auch schon, ja. Also ich finde eigentlich gerade das sogar ganz positiv, weil das unterstreicht halt ein bisschen, ich meine, man spielt ja nur 4 gegen 4, man hat ja nur 8 Spieler im Gesamten und entsprechend ist es eigentlich sehr, sehr gut, dass man eigentlich relativ wenig Bewegungsfreiheit hat, sprich einer geht auf A, einer geht auf C und zwei Leute pushen B. Du siehst, okay, der Typ, der auf A ist, hat Probleme. Ja, passt, ich kletter die Leiter hoch und bin da. Auch der Aufbau der Karten an sich ist eigentlich recht gut gelungen, finde ich, weil es hat ja alles, was du im Spiel machen kannst. Sprich, du kannst den Gegner nehmen, du kannst ihn werfen, du kannst ein bisschen schubsen und du kannst halt kämpfen. Und all das ist ja mehr oder weniger gegeben, indem du eine Leiter hochklettern kannst, indem du jemanden von der Brüstung werfen kannst, indem du in engen Gassen und weiten Flächen kämpfen kannst. Ja. Ich finde das wirklich schön designt. Also ich finde, die Karten sind wirklich, wirklich, wirklich gut gelungen und es unterstreicht eigentlich dieses, ja, wir haben eine kleine Schlacht, wir sind 4 gegen 4. Auf jeden Fall, man, klar, ich finde es halt wieder ein bisschen problematisch, das habe ich damals auch bei Titanfall ein bisschen kritisiert. Ich finde es halt immer komisch, wenn man eigentlich ein riesiges Schlachtfeld mit Spielern machen könnte, ja, aber stattdessen lieber nur 4 gegen 4 und Minions, ja, also ich hoffe ehrlich, dass in der finalen Version dann vielleicht tatsächlich sowas kommt wie 8 gegen 8, ja, da wäre ich dann wirklich zufrieden, da würde ich dann auch nicht mehr meckern, 4 gegen 4 ist mir tatsächlich ein bisschen zu wenig, ja, es ist natürlich okay, es macht Spaß, kein Thema, aber ich bin halt jemand, ich mag große Schlachten, jeder kommt wieder halt der Battlefield-Spieler raus, aber Fakt ist, und du hast das eigentlich eh schon auch richtig gesagt, ich sehe da halt keine wirkliche Langzeitmotivation dahinter, hinter dem Spiel, ja, durch die fehlende Tiefe wird man so ein, zwei Wochen Spaß mit dem Spiel haben, wenn jetzt nicht wirklich noch gravierend neue, coole Sachen reinkommen, in der Beta zum Beispiel, ist ja auch eine Beta noch geplant von dem Spiel, und ansonsten sehe ich kommt da halt nach der Alpha, oder? Es soll angeblich kurz nach der Alpha losgehen, aber hey, man munkelt es, ja. Man munkelt es. Wann es wirklich losgeht, zum Beispiel, ich nehme mal an, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, ja, weil das Spiel selber, glaube ich, soll im März kommen, glaube ich, März 2017, glaube ich, ja. Ich glaube, das müsste stimmen, ja. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich so im Jänner, Februar wahrscheinlich die Beta nochmal startet, um vielleicht die Server nochmal zu testen, bla bla bla. Trotz allem. Als würde irgendwer wirklich die Server testen. Das ist es würde ja, meine, man, ja, ja, ja. Die Server-Tests halt, ja, die Belastung. Wir sind dann alle immer überrascht beim Release, wenn irgendwas nicht geht. Die Stress-Tests aller EA, die kennt man ja auch, ja. Die liefen auch bei Battlefield wunderbar. Ja, oder wir nehmen Blizzard als Beispiel. Also, Blizzard. Ja, wobei, sie sind ja eh langsam auf dem besseren Weg, alle. Also EA hat es bei Battlefield 1 echt gut vorgezeigt und Blizzard hier mit WoW, mit Legion. Egal. Fuck, unterm Strich gesehen, mir fehlt ein bisschen die Komplexität bei den Ganzen, der Tiefgang, ob man jetzt andere Klassen einbauen hätte müssen sollen. Klar, ich gehe halt schon wieder einen Schritt weiter. Ich könnte mir aber tatsächlich gut vorstellen, dass vielleicht sowas einmal kommt, also vielleicht im zweiten Teil, dass es dann tatsächlich sowas gibt wie Priester. Und ganz ehrlich, ich könnte mir auch einen Modus wunderbar vorstellen in diesem Setting, wo auch dieses Klassensystem noch einmal ein bisschen besser greifen würde. Belagerung, also sprich jemand, das eine Team versucht, dem anderen Team die Burg einzunehmen, also was man zum Beispiel kennt aus Guild Wars 2, ja, aus dem WoW, ich würde das sensationell finden, ja, wenn dann irgendwie so oben fünf Leute, ja, hier mit Pfeil und Bogen runterschießen und bestehen dann... Das ist genau Chivalry und Mount & Blade, das ist ja, exakt genauso ja, Leute ja. In diesen Spielen, das ist genau es, das, ist du, ja hast auch richtig, du hast Bogenschützen, du hast Reitkämpfer, du hast... Ich meine, ich kenne es ja auch aus Guild Wars 2, weißt du, wenn man Belagerungswaffen aufbaut und das Ganze, aber ganz ehrlich, die Spiele, also Mount & Blade und das Ganze, klar, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die jetzt unbekannt sind oder dass die nicht gespielt werden, aber Ubisoft ist ja doch irgendwie so für die breite Masse, ja, und da könnte ich mir das halt so richtig geil vorstellen, wenn mit der Technik, mit dem Know-how, man muss ihnen ja sagen, sie haben ein großes Entwicklerteam, bitte macht was draus, ja, also man, das ist ein Modus, das schreit ja förmlich danach, dass man sowas macht, ja, also man, so wie es jetzt ist, ist es nett und es macht Spaß, aber ich wünsche mir jetzt schon sehr, sehr viel, also ich habe eine lange Wunschliste, ja, für einen Nachfolger oder vielleicht kommt ja noch ein großer DLC oder whatever, Add-on, keine Ahnung. Ich muss gestehen, ich bin gerade, was das Spiel jetzt angeht, nicht ganz so kritisch wie du, weil ich hype ja die Art, wie das Spiel aufgebaut ist, ziemlich, ziemlich, ziemlich massiv. Es ist halt dieses eigentlich doch recht Skill, also eigentlich rein Skill-basierte Nahkampfspiel.
das dich aber doch leider ziemlich hart capped, indem es dir halt die Möglichkeiten nimmt, komplexe Moves oder sowas durchzuziehen. Ja. Ja, das ist das Problem an dem Ganzen. Es macht mich auch sehr, sehr traurig, dass es wirklich nur so ein Zwischendurch, so ein Lückenfüller sein wird von Ja, 2 Wochen vielleicht, bis du halt wirklich da sitzt und dich an dem Spiel halt satt gespielt hast und bis halt Battlefield denkst, kommt. okay, ja. Ja. Gut, dann kann man jetzt ja auch wieder irgendwas Motivierendes spielen. Jetzt kann man wieder was spielen für die Was Langzeit. halt Kann man schade wieder ist, in WoW weil. raiden gehen. Ja, genau, kann man in WoW raiden gehen. Ja. Nee, ich finde es halt schade, weil, wie gesagt, es macht ja enorm viel Spaß. Es ist Ja, eigentlich ein sehr, absolut, sehr schönes absolut, Spiel und ja. die Idee ist halt großartig und die Umsetzung ist halt eigentlich auch sehr, sehr gut, weil gerade dieses wir nehmen alles, was Leute lieben. Vikings sind gerade im Trend, ja, die Ja, Samurai, Recht ist Ritter sowieso sind halt immer. unser Ja. History-Ding. Also, Ja. nehmen wir alles, hauen das einfach rein, Ja. lassen wir die alle gegeneinander kämpfen. Ich meine, die Ist Leute super lieben einfach, ja. Battlest Warrior, also warum sollen sie das nicht mögen, ne? Also, Und ist ja auch super, aber wie gesagt, trotzdem, irgendwie ist es dann doch enttäuschend, vor allem wenn man das Spiel mit Maus und Tastatur startet und in dieses Menü reinkommt und ja, eigentlich schon leider. wieder keinen Bock mehr hat, weiterzuspielen, weil ein Spiel zu suchen einfach schon demotivierend genug Ja, ist. also gerade Matchmaking und so weiter, da muss Ubisoft auch noch ein bisschen nachlegen. Aber hey, es ist eine Alpha, ja, da möchte ich jetzt auch nicht alles zu kritisch sehen. Aber sagen wir mal abschließend so. Um das jetzt nicht ins Extreme negativ reinzuhauen, sagen wir mal, das Spiel macht Spaß. Ja, es wird auch sicher Fans finden, die das vielleicht auch länger spielen als 1, 2 Wochen. Aber so für den eher hart gesottenen Zocker, sage ich jetzt einmal, wird es wahrscheinlich zu wenig sein. Ja, wobei, wie gesagt, wir haben ja noch keine finale Version da, also wir können ja jetzt wirklich nur mal mutmaßen, aber ich befürchte, es wird sich jetzt auch nicht viel Neues oder was ändern, ja, in der finalen Version. Sehe ich genauso. Also, das Was soll Spiel man da jetzt ist, in den so wie paar es jetzt ist, Monaten ist es noch eigentlich machen? ziemlich Ja, super. ja. Grundsätzlich nur, es ist halt nicht motivierend auf Dauer und ja. Also das sind so unsere 50 Cent, Ja. unsere 50 Cent zu Fauna. Wir bleiben trotzdem dran. Wir werden sicher auch dann die Beta uns nochmal angucken. Ja, und ja, dann natürlich die finale Version. Also wir bleiben da auf jeden Fall dran und halten euch auf dem Laufenden. Ja, nicht nur hier über YouTube, sondern natürlich auch auf unserer Seite. Ja, mit wunderschönen Trailer, News etc. So. Und noch was für Das. euch. Kurze Faktenflut. Christoph, weißt du eigentlich, wie man Beta definiert? Erzähl's uns. Erzähl's mir. Beta ist also eine Version des Programms mit allen Features, aber ein paar Bugs. Also nicht das, was Blizzard uns für gewöhnlich serviert. Böse. Ja, mit diesem Seitenhieb können wir dann auch rausgehen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es informativ war, haut uns ein Däumchen nach oben. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen an Dominik oder mich habt, zuvor einfach rein in die Kommentare, tun wir gerne beantworten. Und nein, wir haben keine Keys zum Verlosen. Die Frage habe ich jetzt schon dreimal gehabt heute. Wir haben auch in der Redaktion genug Leute, die gerne einen Key hätten und Ja, keinen so schaut's bekommen. aus, ja. Wir müssen auch Sad kämpfen, genug. aber vielleicht bei der Beta, ja. Vielleicht kriegen wir da mehr. Vielleicht können wir da was verlosen. Ja, Vielleicht das werfen wir dann war's. einen Stock in den Raum und gucken, wer gewinnt. Das war's, liebe Leute. Von vorne bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.